Ja, auch Dr. Med. Rüdiger Dahlke hat ein Update gesendet, ganz ausführlich, kommt dann gleich. Ja, das Dilemma ist, dass die ganze Welt bei der Symptomorientiertheit bleibt. Immer die Frage sozusagen wird vernachlässigt. Woher kommt denn das Ganze? Woher kommt denn solch eine hypochondrische, übermäßige Angst vor einem angeblichen Killer-Virus, das angeblich in Deutschland 7 Millionen von Toten bringen wird, wenn wir jetzt nicht drastisch handeln? Und die Schweden haben nicht 7 Millionen Tote. Die haben natürlich nur ein Achtel der Bevölkerung, aber die haben noch nicht mal 1 Million Corona-Tote, die haben gerade mal 1000 so und so viel oder 2000 Corona-Tote, also und das ohne Maßnahmen. Also die Drohung, die Hypochondrie war sowas von überzogen, wie sie bei der Vogelgrippe war, bei der Schweinegrippe war. Jetzt haben wir die Corona-Grippe und dann werden wir demnächst die Fledermausgrippe und die Flughundgrippe kriegen und die Elefantengrippe und so weiter. Und immer läuft das gleiche Spiel und 90% der Menschen sind nicht intelligent genug, das zu durchschauen, dass doch da was läuft. Und vor allem, das nützt doch auch gar nichts, das zu durchschauen. Ja, 120 gute Ärzte im deutschsprachigen Raum werden jetzt immer wieder genannt. Das sind sozusagen die klugen Ärzte, die das Ganze durchschaut haben und gesagt haben, da stimmt irgendetwas nicht. Irgendetwas kann doch da nicht stimmen, irgendetwas stimmt doch da nicht sozusagen. Und das erinnert uns doch so stark an die Schweinegrippe, an das Schweinegrippe-Theater und so weiter. Und diesmal will man es wohl zum richtigen Erfolg durchführen, denn das mit der Schweinegrippe, ja, ist ja letztendlich so halb aufgeflogen, obwohl doch die Gelder geflossen sind. Eigentlich kann doch die Industrie froh sein, die Gelder sind doch damals geflossen. Die Bürger haben doch geblutet finanziell und haben das Ganze bezahlt. Und die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie hat doch ihren Gewinn bekommen. Aber wie gesagt, die Ursache nicht verstehen ist alles, ja? Also hier kurz zu Beginn gleich die Ursache, ja, die Ursache, ja. Der erste Früharzt der Evolution. Wir haben die Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Ja? Wir haben also Marktwirtschaft, egal welcher Form, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, kapitalistische Marktwirtschaft, spielt überhaupt keine Rolle. Jede Form der Marktwirtschaft ist des Übels, ja? Ist die Kernursache aller Erscheinungen. Ja? Und sozusagen. Und um gleich allen Verschwörungstheoretikern auf Wiedersehen zu sagen, es gibt keine bösen Absichten dahinter. Die Maschine Marktwirtschaft zerstört die Menschheit. Fertig, Punkt. Niemand sonst. Die Maschine Marktwirtschaft zerstört die Menschheit. Sich irrende Menschen innerhalb der Marktwirtschaft zerstören die Menschheit. Aber sich irrende Menschen sind keine Bösen, sondern das sind sich irrende Menschen. Punkt. Ja, Schluck Wasser, sorry. Der erste Früharzt der Evolution sagt: Herrlich, wie ihr so wunderbar kommunistisch lebt, so viel Liebe zwischen euch und so wunderbar kerngesunde, naturbelassene Nahrung. Und es ist toll, dass ihr nicht reinfällt auf die moderne künstliche Ernährung, dieses denaturierte Zeug und so weiter. Lebt nur weiterhin so natürlich, dann braucht ihr mich nie. Das ist ein Arzt, wie wir uns ihn wünschen würden. Einer sprach auch davon,
ich glaube, Rüdiger Dahlke war es, dass wir ja alle eigentlich doch so, wenn wir richtig gut wären wie Ärzte, dann würden wir doch nicht mehr gebraucht werden, weil die Menschen alle so gesund leben würden, dass sie uns praktisch nicht mehr brauchen würden. Genau darum geht's. Das war der gute Früharzt, ja, der sich überflüssig gemacht hat. Aber der wurde dann durch das System freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft bestraft. Er wurde durch die Marktwirtschaft bestraft, denn es war zwangsläufig, dass auch der sich irrende Früharzt irgendwann auftauchen musste. Und der sagte, nein, ihr könnt ruhig die moderne, denaturierte Nahrung der Händler essen und so weiter. Und fürchterlich eklig eure Geschmuse, widerlich. Unkeusch, unmoralisch, unschicklich und außerdem ansteckend und infektiös. Ach, lass doch diesen ganzen Sex und alle diese ganze Liebe und so weiter. Ja, und jetzt wurden die Menschen konsumsüchtig, weil sie ihres Glückes über irreführende, gewinnbringende Irrtümer des Arztes sozusagen nach und nach ihre Idee, ihre gesunden Lebensweise beraubt wurden und sie wurden konsumsüchtig und wurden kaufsüchtig gegenüber den denaturierten Nahrungsmitteln, die das Immunsystem zerstören und schwächen und so weiter. Und dieser Arzt, dieser sich irrende Früharzt, macht dadurch Riesengeschäfte, kann hier zwei Kinder ernähren, dann drei Enkel, hier zwei Urenkel und eine riesige Großfamilie entsteht der Medizinprofessoren und einer davon ist unser heutiger Dr. Drosten und Professor Wieler und wie sie alle heißen, die eben jetzt alle voll auch Hypochondrie gehörte zu diesem Irrtum dazu, denn dieser Früharzt glaubte natürlich auch, ja, nein, also Viren, Bakterien, irgendwie diese kleinen Erreger sind alle allmächtig und vor denen zittere ich selbst vor Angst. Die sind halt so gefährlich. Und da könnt ihr nur meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, meine Chemotherapien, meine Operationen kaufen. Das ist das, was uns allen fehlt. Und dann die Ärzte, das müssen wir auch verstehen, die Ärzte, die sich irren, ja, die sind ja selbst dann Hypochonder. Ja? Also man muss ganz klar sagen, so Leute wie Herr Drosten sind selbst Hypochonder, denn die Grundkrankheit, die Berufskrankheit der Medizinindustrie ist eben der gewinnbringende Irrtum und natürlich glaubt man an diesen gewinnbringenden Irrtum heraus, obwohl es manche Studien gibt, dass viele Ärzte ihren Kunden sozusagen Behandlungen verschreiben, die sie selbst ihrer eigenen Familie komischerweise im gleichen Falle niemals verschreiben. Also irgendwo ahnen sie schon, dass ihre hypochondrische Sichtweise von der Allmacht der Krankheiten und der Krankheitserreger sozusagen daneben ist, aber die Masse, müssen wir davon ausgehen, ist wirklich hypochondrisch und die steckt natürlich jetzt die Welt mit der Hypochondrie an. Und deswegen, ja, also Schluck Wasser. Deswegen kann ja auch die Sendung Anne Will, ja, die kann ja nichts machen, ja, sozusagen. Was soll die Sendung Anne Will machen? Der Karl Lauterbach, der Doktor, Professor Karl Lauterbach, der ist ja selbst infiziert von den gewinnbringenden Irrtümern seiner eigenen medizinischen Ausbildung. Und er ist natürlich ein Hypochonder und hat deswegen Panik vor diesem harmlosen Virus und er hält es nach wie vor für einen Killer-Virus, ja. Weil er ja gar nicht darüber nachdenken darf, wieso denn die Schweden zum Beispiel nicht alle jetzt tot umgefallen sind, wenn es doch ein Killer-Virus ist und die Schweden haben den Killer-Virus fast völlig freie Bahn gelassen, ne? Und ja, also Professor Lauterbach, Karl Lauterbach, der kann nichts dafür. Der muss als Arzt ein Hypochonder sein. Und nur solche Ausnahmeärzte wie Wodak und Co. haben diese Hypochondrie nicht mehr, weil sie durchschaut haben, dass da was nicht stimmt, ein Systemfehler ist. Und der Systemfehler heißt, habe ich ja eben gezeigt, der Systemfehler heißt nun mal marktwirtschaftliche Medizin, ja?
Marktwirtschaft generell macht aus jedem System, aus jedem gesellschaftlichen Bereich, egal ob Sie das Rechtssystem nehmen, ob Sie das Ernährungssystem nehmen, das Bildungssystem, überall macht sozusagen das marktwirtschaftliche System, das Dr. Markus Krall, das Chefideologen der Marktwirtschaft, Dr. Markus Krall, macht automatisch ein teuflisches System mit gewinnbringenden Irrtümern. Und in der Medizin heißt das, dass jeder, der Pharmazie studiert und Medizin studiert, ein Hypochonder ist, der an die Übermacht und Allmacht von diesen Viren und Bakterien glaubt und das Immunsystem für ohnmächtig hält und die Ernährungstherapie für ohnmächtig hält, die Lebensstilmedizin für ohnmächtig hält, die Naturheilkunde und alles für ohnmächtig hält. Ja? Diese Leute glauben das wirklich, das ist keine böse Absicht. Ja? Schluck Wasser. Aber sogar Professor Lauterbach, weil er es ja auch nicht böse meint, bringt uns so die eine oder andere Wahrheit, rutscht ihm raus. Ne? Zum Beispiel, dass die Beatmung tötet, das deutet er auch an, dass also zwischen 60% und 80% der Leute die Beatmung nicht überleben und dann sogar, dass eben sogar nach der Beatmung ganz viele Hirnschäden haben, weil nämlich das irgendwie doch zu einer Minderdurchblutung des Gehirns kommt. Das hat man ja schon oft vermutet, auch Professor Spitz hatte das, Jörg Spitz hatte das ja schon oft vermutet, dass nach irgendwelchen Anästhesien bei irgendwelchen Operationen ältere Menschen sehr oft einen Dachschaden, einen Hirnschaden zurückbehalten, weil sie eben minder durchblutet, ihre Gehirne minder durchblutet werden, weil ihr Gesamtkreislauf nicht mehr so vital ist und sie dann eben Hirnschäden behalten und genauso behalten offensichtlich auch nach der Beatmung dann viele die Hirnschäden. Ja, also insofern, trotz seiner Hypochondrie hat uns da der Professor Lauterbach ja doch die eine oder andere Wahrheit jetzt nochmal gebracht. Ja? Und Armin Laschet, ja, der kann doch auch nichts dafür, dass er auf diese hypochondrischen Ärzte reingefallen ist, sozusagen. Jetzt wehrt er sich dagegen, das ist ihm ja so hoch anzurechnen, dass er irgendwie sagt, na hoppla, wir Politiker müssen vielleicht doch nochmal wieder irgendwann so ein bisschen selber denken, aber in der Marktwirtschaft gibt es keine Möglichkeit. Also in der Marktwirtschaft gibt es einfach keine Möglichkeit. Hier in jedem Bereich der Gesellschaft setzen sich diese gewinnbringenden Irrtümer, die unsere gesamte Wirtschaft beherrschen, ja, unsere Ernährungs Wirtschaft, unsere Recht und Ordnung Wirtschaft. Wir müssen die Polizei auch als ein Wirtschaftssystem verstehen. Wir müssen auch unsere Arbeitsämter als eine Arbeitsamt-Verwaltungswirtschaft verstehen. Auch unsere Gefängnisse als eine Wirtschaft verstehen, die natürlich ein unbewusste Gewinnmöglichkeiten hat, durch möglichst viele Kriminelle hat und so weiter. Und alle sind sie deswegen alle mit Irrtümern versehen, die am Ende den Umsatz für ihre eigene Branche, für ihren eigenen Berufsstand maximieren sozusagen. Und immer ist das alles schädlich für die sonstigen Bürger. Ja? Jemand, der beim Arbeitsamt tätig ist, der schadet dem Rest der Gesellschaft, aber er wird auch geschädigt. Also jeder wird ja auch von allen anderen Teilen der Gesellschaft geschädigt. Also lieber geschätzte Milliardärskönige, ja, also Sie haben bestimmt irgendwo Aktien von Firmen, die jetzt profitieren. Wir haben ja auch die sogenannten Kriegsgewinnler, die Corona-Kriegsgewinnler, Corona-Krisengewinnler sozusagen. Und Sie sind sicherlich vielleicht mit einigen Aktien da auch beteiligt, aber Sie werden auch Aktien haben von Firmen, die jetzt durch diese Kriegsgewinnler, Corona-Kriegsgewinnler sozusagen total geschädigt werden. Ja? Und das ist doch alles kein Leben. Und dann außerdem noch einmal, liebe Milliardärskönige, Sie haben genauso wie wir alle nur 5% der möglichen Lebensqualität. Nur
37% der möglichen Gesundheitserwartung. Auch sie sind so um die 50 wahrscheinlich schon chronisch krank von der einen oder anderen Krankheit. Ja? Und wir haben alle auch nur 67% unserer natürlichen Lebenserwartung. Ja? Auch sie werden irgendwann nach 80 sterben, anstatt mit 127 kerngesund und total glücklich gelebt zu haben. Deswegen, also das ist ja, was die Next Scientists for Future.de Ihnen anbieten. Ein viel glücklicheres, viel gesünderes, viel längeres Leben. Beschreibungen ja in all den anderen Videos, ja, in all den anderen Sendungen. Ja, Armin Laschet zum Beispiel fängt an und beschwert sich, ja, hoppla, was ist denn das, was uns diese Hypochonder da geliefert haben? Sagt er natürlich nicht, sorry, Schluck Wasser. Also, er sagt, da werden ja ständig neue Ziele gegeben. Wenn wir das eine Ziel erreicht haben, wird das nächste Ziel genannt. Wenn wir das Ziel erreicht haben, werden wir das nächste Ziel erreicht. Ja, weil, wie Dr. Med. Rüdiger Dahlke fürchtet, dass es am Ende wirklich nur um das Impfgeschäft ging. Denn nur das Impfgeschäft wäre der richtig große Schluck aus der Pulle, wenn also 7 bis 8 Milliarden Menschen total durchgeimpft würden. Auch die, die schon längst gegen Corona resistent sind, schon längst Antikörper gebildet haben. Das würde man dann wahrscheinlich gar nicht mehr untersuchen wollen, sondern gleich alle 8 Millionen impfen, 8 Milliarden Menschen impfen und 8 Milliarden mal Preis pro Impfung. Das gibt so richtig schön Geld. Ne? Das ist was, was sich lohnt. Und dieser Baufehler Marktwirtschaft, ich habe es ja eben gezeigt, dieser Baufehler Marktwirtschaft generell diese gewinnbringenden Irrtümer hervorruft. Es ist doch ganz, ganz klar, dass es ganz viele geben wird, die wirklich zutiefst glauben, wie Bill Gates, dass Impfung unser aller einzige Rettung ist. Die glauben das wirklich, ja, weil sie selber Hypochonder sind in diesem Sinne, ne? Und können nichts dafür. Das ist die, weil wir alle können nichts für die Marktwirtschaft. Aber es wird Zeit, dass wir aus der Marktwirtschaft aussteigen. Das ist unsere einzige Chance. Ne? Ja, also, der Arzt ist halt ein Hypochonder. Ne? Und das ist die Berufskrankheit, durch die marktwirtschaftliche Medizin automatisch gelehrt wird. Ja? Das ist nicht anders möglich. Ja? Schluck Wasser. Die Schweinegrippe war doch schon ein Killer-Virus. Und da war doch Professor Drosten schon der Hypochonder schlechthin, ja? Der Panik hatte vor dem Killer-Virus Schweinegrippe, der sich als Mücke erwies und der zum Elefanten gemacht worden war. Das ist ja das Wesen der Hypochondrie, ja? Armin Laschet von der CDU ahnt also, dass das Ganze jahrelang verschleppt werden könnte, ja? Denn wenn ich natürlich im Gegensatz zu den Schweden, die jetzt wahrscheinlich eine gute Herdenimmunität hinter sich haben, ja, und die jetzt auch, wo der Chef-Epidemiologe wohl selbst zugegeben hat, dass er ein bisschen besser hätte man doch noch die Risikogruppen, also die Vorerkrankten, die Immunschwachen, die hätte man noch ein bisschen besser schützen können, weil man die nicht gut genug geschützt hat, hat man da doch jetzt eine ganz normale Grippe-Wintersterblichkeit dann gehabt, die auf der Höhe von der Schweiz liegt, wobei eben Schweiz unendlich teure Maßnahmen gemacht hat, Schweden eben sogar zu wenig Maßnahmen zum Schutze der Risikogruppen und trotzdem liegt die Sterberate von Schweiz und Schweden pro 100.000 Einwohner praktisch gleich, also 21 in Schweden, 20 Tote in der Schweiz pro 100.000 Einwohner. Also das heißt, ich verweise auf die früheren Sendungen, na, die erklären das ja alles, ja. Ja, also das Ganze kann jetzt natürlich über Jahre verschleppt werden, denn in Deutschland wurde die Durchseuchung verhindert. Das Virus ist selbstverständlich noch im Lande, ja,
Und es gibt immer noch genügend Möglichkeiten, dass das Virus dann jetzt an viele ja eben noch nicht immune, noch nicht herdenimmune deutsche Bürger gerät. Und das so, das ist eben auch der richtige Weg, wenn es am Ende sozusagen ja um den Glauben geht, dass uns nur die Impfung retten könne und natürlich die Zwangsimpfung, gar kein Problem, Körperverletzung, also Bruch des Rechts auf körperliche Unversehrtheit durch den Staat, also der Staat wird zum Körperverletzer, ja, und bricht das Grundgesetz, selbstverständlich, kein Problem, Vorwand Krankheit, sozusagen, das ist eben dann der hundertprozentige pharmazeutisch medizinisch-industrielle Komplexstaat. Die pharmazeutische medizinische Industrie hat die Regierung übernommen, ja, sozusagen. Das ist ganz normal. Und ja, also, aber dieses jahrelang Verschleppen ist ja auch der beste Weg, denn jetzt kann man ja immer wieder zeigen, dass immer wieder was aufflackert, was schon längst überwunden sein könnte, weil ja immer doch noch sehr viele noch keine Antikörper haben in Deutschland. Und dann hat man immer eine Rechtfertigung. Seht ihr, wir müssen doch die Impfung bezahlen und wir müssen unsere körperliche Gesundheit riskieren, indem wir eine ungeprüfte Impfung in uns hineinstechen lassen. Ne? Schluck Wasser. So, dann haben wir Armin Laschet und Christian Lindner von der FDP, der ahnt ja auch, dass was mit der Wissenschaft da faul ist, ja, und GMX natürlich gibt sofort Kontra nach der Sendung von Anne Will heute Morgen gleich die Diffamierungstext. So, Laschet und Lindner müssen noch ein bisschen lernen und üben, müssen noch ein bisschen denken lernen, damit sie verstehen, dass das Coronavirus ein Killer-Virus ist. Ja? Also das heißt, also GMX, da arbeiten wohl offensichtlich irgendwelche Medizinjournalisten, die Medizin studiert haben und die gleiche Hypochondrie haben und natürlich jetzt Christian Lindner und Armin Laschet diffamieren müssen. Na, das ist natürlich klar. Dann haben wir zwischendurch mal wieder was ganz anderes. Unseren Nico Pech mit seiner sozusagen Postwachstumsreligion. Er versteht eben auch überhaupt nicht die Konsumsucht, ja, also der glaubt eben, ja, man könne so einfach eine konsumsüchtige Menschheit einfach so runterfahren in ihrem Weltverbrauch sozusagen, ja. Es ist doch so, wie ich es eben geschildert habe, dieser Früharzt, dieser irrtumstragende Früharzt sagte doch, hier, euer Liebesleben, das ist so unkeusch und das ist so infektiös und so dreckig und schmutzig und widerlich und unkeusch und unmoralisch und ja, und dadurch wurde ja den Leuten der wesentliche Schwung, auch den Milliardärskönigen, den Vorfahren der Milliardärskönige, wurde dann in den Kommunen die größte Glücksquelle geraubt und raube einem Lebewesen die größte Glücksquelle, das wird süchtig nach allem und jedem, was du ihm anbietest. Das wird esssüchtig, das wird drogensüchtig, es wird alkoholsüchtig, es wird zigarettensüchtig, es wird süchtig nach allem, weil es muss sich ja trösten über den Verlust seines großen Liebes- und Lebensglückes, ja, und das versteht er nicht, dass die Leute deswegen so konsumsüchtig sind und deswegen die Erde übernutzen und übermäßig viel kaufen und shoppen und konsumieren. Ja? Das versteht dieser Nico Pech nicht und da ist ihm nicht zu helfen. Das ist eben er ist Volkswirt und versteht nicht, dass die Marktwirtschaft, dass das teuflische volkswirtschaftliche System schlechthin ist. Das zeigt, er ist eben doch einfach nur ein total angepasster, unkritischer
Marktwirtschafts- bzw. Kapitalismus-Diener, eine Dienstmark des Kapitalismus. Ne? Ja, dann haben wir das Gegenstück, die Linksradikalen, eine Susanne Bonert, die wohl früher für KenFM gearbeitet hat, die kritisiert jetzt KenFM wegen seines Rechtsruckes und sie kritisiert ihn mit ihrem eigenen Zentralirrtum. Und wie lautet ihr eigener Zentralirrtum? Ich zitiere: Nur wenn die Wirtschaft allen gehört, kann sie allen dienen und zugleich sich an ökologischen Belangen orientieren. Also noch einmal, um zu verstehen, wie die linksradikale Sekte denkt. Ja? Nur wenn die Wirtschaft allen gehört, kann sie allen dienen. Ja? Während die Next Scientists for Future.de aufweisen, wenn wir die Wohlfühlstimme einführen, dann muss die Wirtschaft allen dienen, weil sie dann gar nicht mehr anders kann. Wir brauchen also die Milliardärskönige weder zu enteignen, noch aus ihren Betrieben rauszuwerfen. Also noch einmal, die Wohlfühlstimme würde bedeuten, der mit den gewinnbringenden Irrtümern, die Irrtümer würden dann keine Gewinne mehr bringen, sondern Verluste, weil die gemessene Wohlfühlstimme bei den Kunden und Patienten und die Gesundheitsdaten zusammen sozusagen die Rückmeldung ergeben würden, hier diesem Arzt keinen Verdienstzuschlag mehr geben, weil der macht die Leute eher unglücklich und krank, ja, mit seinen früheren gewinnbringenden Irrtümern. Also wird dieser Arzt entweder in sich gehen und wird bei dem in die Lehre gehen. Wir haben ja bei den Next Scientists for Future.de so viele gute Ärzte. Und dann haben wir jetzt ja auch noch die 120 reflektierenden, klugen Ärzte, die immerhin jetzt diesen hypochondrischen Skandal durchschaut haben, ja, ihrer Kollegen, die Hypochondrie ihrer Kollegen hinterfragt haben, ja, und bei denen wird er lernen, dann wird er dazulernen und wird zu einem wahrheitsorientierten Arzt werden und dann kriegt er wieder erst Verdienstzuschläge und genauso der Lebensmittelhändler und so weiter. Also die gesamte Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft, nicht nur die Wirtschaft, sondern das Arbeitsamt, das öffentliche Recht- und Ordnungssystem, das Bildungssystem, alle werden allen dienen, weil sie nicht anders können, weil ihre Verdienstzuschläge davon abhängen. Das heißt also, die linksradikale Sekte hier in Form von Susanne Bonert mit TH am Ende ist also hiermit widerlegt. Und das heißt, und ich schilder noch mal gerade, was das bedeutet, wenn diese linksradikalen Wirrköpfe sich durchsetzen würden. Das würde bedeuten, dass man die Unternehmen, den Milliardärskönigen, den Millionärskönigen, die mittelständische Unternehmen betreiben und so weiter, alle im Prinzip aus der Hand nehmen würde und eine demokratische Unternehmensführung durchführen würden und dann hätten die Unternehmer nur noch eine Stimme und die Belegschaft hätte dann hunderte von Stimmen. Das würde auch übereignet werden, also das würde dann den Hunderten gehören, aber da die nicht dieses knallhart disziplinierte Denken eines Unternehmers haben, würden die Betriebe ruckzuck in die Pleite führen und ruckzuck ruinieren und dann wäre Deutschland und Europa wirtschaftlich im Totalruin. Das ist das, was die Linken auch wieder nicht bewusst wollen, sondern aufgrund ihrer Irrtümer wiederum sozusagen an Zerstörung anrichten würden.
Aber auf der anderen Seite ist es doch lächerlich zu denken, als ob sich das die Milliardärs- und Millionärskönige unserer Welt gefallen lassen würden, rechtzeitig bevor die Linken da irgendwelchen Einfluss hätten, diese linksradikalen Sektierer sozusagen, dann wären die weg und würden ihre Arbeitsplätze mitnehmen, ihre Unternehmen mitnehmen und den gesamten Reichtum Deutschlands mitnehmen, die Innovationskraft, ihre Innovationsmitarbeiter und Abteilungen mitnehmen. Und zurückbliebe, wie ich schon so oft gesagt habe, zurückbliebe sozusagen alle Intelligenten würden das Land verlassen, zurückblieben die Dummen und die würden es dann ganz schnell kaputt machen, so wie sie die DDR kaputt gemacht haben durch ihre demokratischen Betriebslenkungen sozusagen oder staatlichen Betriebslenkungen, wo dann auch dumme Staatsmitarbeiter machen Betriebe genauso schnell kaputt wie dumme Betriebsmitarbeiter, ja. Aber wie gesagt, das ist der Grunddenkfehler für die linksradikale Sekte. Für die sind ja alle Menschen gleich, weil sie verleugnen, dass wir in einem Universum der DNS leben, der Desoxyribonukleinsäure. Und unser Genom ist in jeder Situation ein Ungleichheitsgenerator. Und die Evolution erzeugt ganz aktiv immer kleine Menschen, dumme Menschen, große Menschen, kluge Menschen und mittelgroße Menschen und kräftig gebaute Menschen und schmal gebaute Menschen. Überall erzeugt die Evolution Ungleichheit als Prinzip und die träumen von der Illusion, dass alles gleich sei oder dass alles gleich gemacht gehöre. Und das ist halt ganz schwierig, weil das mit der Realität null Übereinstimmung hat. Das ist halt eine Sekte. Die linksradikale und die rechtsradikale Sekte müssen wir als Zeugen Jehovas und als Scientologen betrachten, die einfach nur gefährliche Spinner sind, sozusagen. Ja, ja, von daher also geht's weiter. Also der Satz ist widerlegt von dieser Linksradikalen. Nur wenn die Wirtschaft allen gehört, kann sie allen dienen und zugleich sich an ökologischen Belangen orientieren. Mit der Wohlfühlstimme wird jeder auch die Umwelt so schützen, dass es den Menschen maximal gut geht in dieser Natur. Denn zum Beispiel allein den Wald brauchen wir zu dem Waldbaden, also für die Gesundheitsgefühle. Also man wird die ganze Erde in einen gesunden Garten Eden verwandeln. Überall wird grün sein und da, weil nämlich dadurch die Wohlfühlstimmen der Kunden noch steigerbar sind, ja. Und wir werden weltweit dann eine saubere Luft bekommen und alles. Ne? Ja, Dr. Bodo Schiffmann hat wieder eine schöne Sendung bei Nuoviso, einen Talk wurde gesendet. Schluck Wasser. Und Dr. Bodo Schiffmann erzählt da in Berlin bei Nuoviso, wo er jetzt wohl auch bei KenFM war, da müsste ja jetzt auch eine KenFM-Sendung erscheinen mit ihm, dass Professor Drosten habe erzählt, 7 Millionen Tote drohen. Ja? Das heißt also, der hat quasi jedem Zehnten in Deutschland, der weiß, dass er ein bisschen Vorerkrankungen hat, quasi mit dem Tode gedroht, ja, und Dr. Bodo Schiffmann sagt, Professor Drosten habe mit der Todesangst gespielt. Na, jetzt formulieren wir es doch positiv. Professor Drosten ist der perfekte Hypochonder, der im Rahmen der Marktwirtschaft natürlich gute Gewinne für die pharmazeutische Industrie erzeugen kann. Es ist doch der einfach nur der richtige Hypochonder, der gebraucht wird in der Marktwirtschaft, um Profite auf Kosten der Menschen zu machen, also auch auf Kosten der Milliardärskönige. Ne? Ja. Ja, und er erwähnt eben diese 120, die eben diese andere Meinung haben. Ne? Und
diese nicht-hypochondrische Sichtweise haben, die sich also als gute Ärzte so von der Hypochondrie ihres eigenen Studiums haben lösen können. Ne? Aber auch er weiß nicht, was dahinter steckt. Also er ist auch noch, also er ist sozusagen so, er beobachtet die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, jetzt die Corona-Grippe, die zukünftige Dingsgrippe, aber er versteht eben nicht, hoppla, da gibt es eine Ursache und die Ursache heißt Marktwirtschaft und die müssen wir jetzt, muss er mit seiner Partei, muss er sagen, hier, wir müssen die Marktwirtschaft beenden, denn das war kein Zufall mit der Schweinegrippe und der Vogelgrippe und der Corona-Gruppe und der Fledermausgrippe und der Flughundegrippe und der Elefantengrippe, da kommt eins nach dem anderen, das ist das Großangriff der pharmazeutischen Industrie, jedes Mal 8 Milliarden Mensch Impfdosen verkaufen zu können. Ja? Und deswegen müssen wir jetzt an die Ursache ran. Und es gibt zum Glück nur eine Ursache, das ist die Marktwirtschaft. Es ist das Fehlen der Wohlfühlstimme, das die Marktwirtschaft beendet. Ja? Denn die Marktwirtschaft ist sozusagen, Markt ist tödlich für uns alle, ja, ruinös und schädlich. Also jeder, der jetzt seinen Arbeitsplatz verliert, die Ursache ist die Marktwirtschaft. Es gibt keine anderen Ursachen, ja. Und es ist auch nicht möglich, dass Politiker und Journalisten eine solche Kenntnis haben, dass sie jedes Mal die Irrtümer der Medizinprofessoren durchschauen können. Das ist zu viel verlangt von den Politikern und den Journalisten. Ja? Das ist eine Überforderung, das schaffen die nicht. Die können nicht das, was die Next Scientists for Future.de als einzige auf der Welt geschafft haben, nämlich die Marktwirtschaft schafft zu durchschauen in ihrer Schädlichkeit und in ihrer Ursachenwirkung im Sinne der Erzeugung der gewinnbringenden Irrtümer. Das können Journalisten und Politiker nicht durchschauen. Das müssen so Leute wie Dr. Bodo Schiffmann versuchen, ob sie das schaffen. Ne? Marktwirtschaftliche Medizin ist generell auf Irrtümern gebaut. Prost! Ja, Dr. Bodo Schiffmann kennt also offensichtlich auch die Next Scientists for Future.de nicht, weil er eben sagt, ja, wer dahinter steckt, weiß ich nicht und was dahinter steckt, weiß niemand und so weiter, weil er nicht verstehen will hier, weil er eben noch nie gehört hat von den Next Scientists for Future.de. Die haben längst die Lösung, also die haben alles fertig, 51 Jahre Wissenschaft hier, noch wieder so ein guter Arzt, ja, das sind die guten Ärzte, die man bräuchte jetzt in der neuen WHO, die man aus Next Scientist for Future.de, diesen 120 kritischen Ärzten und diesem Arzt, der sagt das schon seit Jahrzehnten, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden, dem ist nichts dazuzufügen, ja, marktwirtschaftliche Gesundheitswesen sind die größte Gefahr für unsere Gesundheit und im Moment schlägt es halt mal wieder zu. Ne? Und hier ist doch die Lösung, dass hier wie geht das hier, World Council of Wise People, hier Stellungnahme zu Fridays for Future und Greta Thunberg, aber die sind ja eben auch da. Da ist irgendwie auch was völlig wahnsinnig. Die sind keinerlei null Kontakt zur Realität. Also ja, die kramen jetzt aus den Universitäten alle linksradikalen Spinner, die es so gibt, auch in den Universitäten, die ja dort so ihr Biotop haben und mit ihrer Weltferne dort geduldet werden, ja, sozusagen. All das sozusagen. Anstatt hier zu sehen, aha, in der Stellungnahme, da kommen Ihnen die besten Wissenschaftler der Erde entgegen und sagen, ihr habt im Prinzip recht, wir müssen diese Marktwirtschaft beenden. Und das aber müssen wir richtig machen und nicht stümperhaft, nicht schon wieder stümperhaft, ja, nicht schon wieder ein stümperhafter Versuch, die Marktwirtschaft zu beenden, wie all diese Verbrecher wie Stalin und Mao und all diese Linksverbrecher sozusagen, diese Pseudokommunisten und Pseudosozialisten und jetzt gibt es diesen neuen Pseudo-Neosozialisten, ja, und so weiter. Sie kramen aus allen Ecken, werden die Linksverbrecher
linksradikalen Sektierer, diese Zeugen Jehovas und diese Scientologen ausgekramt, die wieder dieses Linksgift sozusagen, die Linksspinnerei, diese antinaturwissenschaftliche und antiwissenschaftliche Linksspinnerei, die eben in den Universitäten immer noch geduldet wird. Ja, also ich weiß nicht, ob man die Scientologen auch dulden würde. Die sind nämlich genauso realitätsfern. Dann sollte man auch die Scientologen und die Zeugen Jehovas sollte man auch da jetzt endlich mal ein Studienfach einführen, ja, mit ihrem Kreationismus und so weiter. Ne? Ja, also, und dann eben ganz tolle Ansprache von Dr. Med. Rüdiger Dahlke. Ne? Aber wie gesagt, Vorsicht, der hat auch eben, der versteht auch nicht, dass die Ursache dahinter die Marktwirtschaft ist, sondern der glaubt eben auch irgendwie so an sein ESO, Spiro und Psycho-Quatsch. Ne? Der hat noch nicht begriffen, dass ESO und Spiro und Psycho, dass da ganz vieles eben Geschäft auch wieder nur marktwirtschaftliche hier, dass es da um die gleiche marktwirtschaftliche Irrtumsgeschäftemacherei auf Kosten der Menschen geht. Und dass nur zum Glück natürlich einiges, was so Heilpraktiker machen, nicht ganz so schädlich ist. Und Ärzte für Naturheilkunde richten sicherlich nicht ganz so viel Schäden an und geben dem Immunsystem eine Chance. Und wenn Rüdiger Dahlke von gesunder Ernährung, von Bewegung, von Entspannung, dann ist er garantiert auf der richtigen Seite. Ja? Ja, da ist er auf der richtigen Seite. Aber das ganze ESO, Spiro und Psychoquatsch, den sollte er einfach streichen. Aber das wird er wohl geistig wohl nicht schaffen. Der wird wohl wahrscheinlich die NextScientistsForFuture.de nie verstehen können. Aber hat sie wahrscheinlich auch noch nicht mal wahrgenommen. Ne? Weil er ja in seinem Geschäft so drin ist. Jetzt, er macht ja auch Werbung für seine Sachen und so weiter. Ja, gehen wir mal durch. Aber wie gesagt, wir müssen jeder Mensch hat auch Wahrheiten zu berichten und Erfahrungen, gute, wahrheitsorientierte Erfahrungen zu berichten. Und dass er sich an manchen Punkten auch irrt, das muss man bei jedem Menschen einfach akzeptieren. Schluck Wasser. Auch Dr. Med. Rüdiger Dahlke erwähnt eben auch, dass diese Drohung mit den Millionen Toten da war, sozusagen, mit der eben diese hypochondrischen Ärzte die Panik gemacht haben, ja. Und Schweden, das ist ja jetzt auch bekannt geworden, dass Schweden also zugegeben hätte, dass sie ihre Risikogruppen noch besser hätten schützen müssen, sonst hätten sie wahrscheinlich auch eine ganz geringe Wintersterblichkeit nur so gehabt. Aber ehrlich gesagt, man darf dann Schweden da nicht zu viel Vorwurf machen. Ja? Das ist letztendlich so, auch wenn sie ihre, wie sagt man, Risikogruppen noch besser geschützt hätten. Letztlich wären die doch einige Monate später sowieso gestorben. Das macht keinen Unterschied. Wer Risikogruppe ist, da ist es egal, da kommt ein Windhauch und dann fallen die tot um, weil sie einfach dran sind mit dem Sterben. Wenn, dann hätte man sie behandeln müssen, nämlich behandeln müssen mit Ernährungstherapie, mit Bewegungstherapie, man hätte also sozusagen ihr Immunsystem aufbauen müssen, man hätte ihre ganzen Vorerkrankungen durch Lebensstilmedizin ursachenorientiert beheben müssen, dann würden sie heute alle noch leben, ja. Aber da man das in Schweden ja auch nicht macht, weil man in Schweden ja auch unter dem teuflischen Marktwirtschaftssystem lebt und an das teuflische Markt, an den Gott der Marktwirtschaft glaubt, den Teufel der Marktwirtschaft glaubt und insofern Teufelsanbeter ist, ist es halt so, dass letztendlich, was sollen die Schweden machen, da sie die Ursachen der Krankheiten ja auch nicht beheben, sondern deren Marktwirtschaft die Krankheiten ja pusht sozusagen und vergrößert, ist es jetzt, also im Rahmen der Marktwirtschaft wären diese Leute jetzt sowieso gestorben und deswegen ist das alles auch kein Drama. Denn die Frage ist, ob solche Risikogruppen überhaupt noch eine Lebensqualität haben oder ob sie nur noch die Qualität haben, dass sie als Geldquelle herhalten müssen für Ärzte.
anstatt dass man ihnen sagt, ihr Leben ist vorbei, weil unser, so wie wir arbeiten und wie die Marktwirtschaft arbeitet und so fehlernährt wir sie sind und so schlechten Lebensstil, wie sie führen, dann sterben sie jetzt sowieso und wir können ihnen eigentlich nur noch ihre Schmerzen erleichtern und sie in Frieden gehen lassen sozusagen. Aber das geht eben nicht. Denn es müssen ja noch Therapien verkauft werden an diese. Und solange man die noch verkaufen kann und solange die noch ihre Krankenversicherungs-Chipkarte halten können, müssen die noch behandelt werden. Das bringt noch Geld ohne Ende. Ne? Ja, da fällt mir eine Professorin ein, die auch bei den Weltrat der Weisen Mitglied ist. Die hat ihren Mann genau an die solches Geschäftsgebaren, also bevor der gestorben ist, wurde der noch auf allen Ebenen durchgequält mit allem, was noch Geld gebracht hat. Ne? Ja, und dann sagt Dr. Dahlke, die Gefahren wurden auf allen Ebenen übertrieben. Ne? Und das ist, ja, das ist das, was ich sage jetzt mit dem Begriff Hypochonder. Ja? Also unser normales Medizinstudium und Pharmaziestudium erzeugt Hypochonder. Und Hypochonder infizieren Journalisten und Politiker mit ihrer Hypochondrie, mit diesen Viren des Geistes, ja, mit diesen Memen und Memplexen, den hypochondrischen Memplexen und Memen, den Viren des Geistes. Und ja, und dadurch haben wir es mit diesen, so breiten sich die gewinnbringenden Irrtümer in die Politikerköpfe und in die Journalistenköpfe aus und schon haben wir sozusagen alle dienen der Marktwirtschaft wir alle müssen jetzt die pharmazeutische und medizinische Industrie bezahlen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen jetzt. Ne? Das ist doch der ideale Zugriff. Ne? Und er spricht von der amerikanischen Todesseuche und Volksseuche, von der Volksseuche Diabetes and Obesity together gibt also Diabesity. Ne? Ja. Und natürlich macht Dahlke auch Werbung für seine Komplementärmedizin, anstatt das System zu hinterfragen. Ja, also er ist eben auch nur, hat nur begrenzte intellektuelle Möglichkeiten. Und er, sonst wäre er wahrscheinlich schon längst Mitglied der Next Scientist for Future.de, wenn er intellektuell in der Lage wäre zu verstehen, dass die Komplementärmedizin auch keine Lösung ist, sondern dass die Lösung darin besteht, die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdatenmessung einzuführen und jeden Arzt zu belohnen danach, ob es ihm gelingt, in seiner Hausarztkommune seinen Versicherten zu helfen, die ihn sich als Hausarzt gewählt haben, ein viel gesünderes, viel glücklicheres und viel längeres Leben zu leben oder ob er das nicht kann. Ja, und das ist entscheidend. Und diese Beendigung des marktwirtschaftlichen Prinzips in der Gesellschaft und in der Medizin, das ist das, was alles heilt. Und dann gibt es keine Komplementärmedizin und keine Schulmedizin mehr, sonst wird dann nur noch gute Ärzte geben und schlechte Ärzte. Ja? Und mehr nicht. Ja? Und dann haben wir hier, sagt er weiter? Er sagt wieder, natürlich, man sollte nicht intubieren. Also er gibt so ein paar Tipps, was eben jetzt die guten Ärzte machen, auch bei Corona. Also nicht intubieren, Fieber zulassen, denn Hitze schadet den Viren. Also Fieber ist ja ein Kampfmittel gegen die Viren, weil es die Viren tötet. Ja? Also nicht intubieren, Fieber zulassen. Ich erinnere nochmal an das heiße Bad, das künstliches Fieber erzeugt. Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob vom Weltrat der Weisen empfiehlt ja in seiner neuesten Sendung das heiße im Inhalieren, was also dann diese Wärme auf die Viren in der Lunge reinbringt und dort dann die Viren abtötet durch Wärme. Ja? Und dann Dr. Dahlke spricht von Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, von D, EPA und D
DHA, als das sind ja die echten, die nehme ich ja auch jeden Tag einen kleinen Tropfen, die echten, wie nennen sich da, die echten Omega-3-Fettsäuren in der Endform, aber ich nehme natürlich auch das normale, das normale Leinöl und die normalen Walnüsse und so weiter, ja. Ja, und also wie gesagt, bei den Next Scientist for Future.de finden Sie völlig kostenlos mehrere Sendungen über einen gesunden Lebensstil und alles, was dazu gehört, und das kostet Sie keinen Pfennig. Und also natürlich macht Dahlke auch ein bisschen Werbung für all seine Bücher und für seine Komplementärmedizin. Er ist eben auch marktwirtschaftlicher Geschäftsmann, das darf man ihm aber nicht übel nehmen. Man muss nur seine Grenzen sehen, er ist nicht fähig zu durchschauen, dass das Problem, die Ursache aller Probleme, die Marktwirtschaft ist und nichts sonst. Ja? Waldbaden erwähnt er noch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das werden dann die Wirtschaft von selbst machen, weil sie will die Wohlfühlstimmen der Kunden dann in Zukunft verbessern und der Milliardärskönige, und deswegen werden sie genügend Waldräume und Waldanlagen haben, in denen wir Waldbaden können, damit wir noch gesünder und noch glücklicher werden. Na, das. Und dann spricht Dr. Dahlke das an, was das einzig Richtige ist, uns überflüssig machen, ja, denn was passiert, denn, und das aber ernst gemeint, was passiert denn, wenn wir die Ärzte nach den Wohlfühlstimmen, Entwicklungen und den Gesundheitsdaten ihrer Kunden bezahlen? Dann werden die Ärzte immer besser und werden uns alle helfen, dass wir sie nicht mehr brauchen. Und am Ende haben wir dann in Deutschland vielleicht ein paar tausend gute Ärzte, die dann die Regierung auch beraten können und so weiter, die richtig wahrheitsorientierten Ärzte. Und der Rest kann mit seiner Bildung und mit allem, was er hat an intellektuellen Fähigkeiten, unserer Wirtschaft helfen, wieder die stärkste Wirtschaft der Welt zu werden, der europäischen Wirtschaft helfen. Denn all solche Akademiker kriegen auch in der Wirtschaft sofort einen gut bezahlten Job, weil sie denken können und weil sie innovativ denken können und so weiter. Und dann werden wir die Leute nicht mehr sozusagen als Schädiger der Wirtschaft haben, denn diese ganzen gewinnbringenden Irrtümer haben ja nicht nur die Milliardärskönige krank gemacht, sondern auch die Mitarbeiter ihrer Betriebe krank gemacht und dadurch die Wirtschaft geschwächt. Die gesamte europäische Wirtschaft ächzt ja unter den Krankenständen, die gewinnbringenden Irrtümer und die fehlgeleitete Ernährungswirtschaft und so weiter, das macht ja die Mitarbeiter krank, und schlecht ernährte Mitarbeiter, halbkranke Mitarbeiter sind halt keine innovativen Mitarbeiter. Deswegen ist ja Europa wirtschaftlich so schwach geworden und so mickrig geworden, ja, und so absteigend geworden, ja. Also das heißt, wir werden die ganzen Ärzte und Pharmazeuten werden in der Wirtschaft innovativ mithelfen und werden also Europa wieder zur stärksten Wirtschaftsmacht der Welt werden, so, machen sozusagen, ja. Wie es sein muss, wenn man in der Evolution überleben will. Ne? Und so ein bisschen gesunden Egoismus muss jede Menschengruppe haben. Ne? Und wenn sie das nicht hat, dann ist sie zum Aussterben verurteilt. Ne? Ja. Und dann sagte, also dieses mit dem sich selbst überflüssig machen, da fehlt ihm noch der Gedanke, das wirklich ernst zu meinen. Ne? Wobei er sicherlich dann zu den guten Ärzten gehören wird, weil er schon so viel tiefe Erkenntnis in Ernährungstherapie hat, ja, dass er natürlich dann zu den guten Ärzten gehören wird, die übrig bleiben und die eben uns alle, wenn dann doch mal wieder was auftaucht, immer wieder helfen, doch wieder auf den richtigen Weg der Gesundheit zurückzufinden. Ne? Ja, Schluck Wasser, sorry. Ja, auch Dr. Med. Rüdiger Dahlke spricht also wieder an wie Armin Laschet die ständig neuen Kriterien, um die Panik aufrechtzuerhalten. Ja, also ständig neu, also erst haben wir, wenn wir das erreicht haben, sind wir durch. Nein, dann müssen wir noch das erreichen. Nein, dann müssen wir noch das erreichen. Nein, wir müssen noch das erreichen. Und da sagt er, er habe eben auch den Verdacht, und damit stützt er den Verdacht, der ihn Armin Laschet ja aufkeimt, nämlich, dass die Impfung,
das Ziel ist, und zwar das Impfgeschäft das Ziel ist, ja, dieser Verdacht dürfte eben richtig sein. Ja, ich kann ihm da zumindest nicht widersprechen. Ja, denn im Moment wird alles gemacht, um die Herdenimmunität zu verhindern. Und dann fragt er, jetzt wird er allerdings wieder so ein bisschen verschwörungstheoretisch. Nachher nimmt er das wieder zurück, indem er sagt, wir sollen nicht projizieren, sondern sollen Selbstverantwortung übernehmen. Ja, wollen die, wer sind denn die? Ja gut, wollen denn die Hypochonder, kann man sagen, wollen die zweite Welle? Ja, damit die Impfung verkauft werden kann, das wäre aber Verschwörungstheorie. Nein, das Gebäude der Irrtümer, der hypochondrischen Ärzte ist eben so, dass es am Ende, dass sie wirklich glauben, dass es ohne die Impfung eben nicht geht. Ja? Und insofern wollen die wahrscheinlich nicht aktiv die zweite Welle, sondern nur ihr Denken führt darauf hin, dass wir jetzt möglicherweise in eine zweite Welle laufen und dann später in eine dritte und in eine vierte, damit die Gesellschaft dann auch impfbereit geworden ist, sozusagen. Ja? Aber das ist keine böse Absicht, das ist einfach nur wieder Irrtümer, ja? Gewinnbringende Irrtümer der hypochondrischen Ärzteschaft. Ne? Ja, das ist wieder das Punkt. Auch bei Dahlke kommt da immer so ein bisschen auf dieses Verschwörungstheoretische anstatt das Ursachenverständnis. Die Marktwirtschaft ist die Ursache des Problems, ja. Und er spricht davon, dass die Kliniken Kurzarbeit machen und so weiter und dass es also am Ende wohl auf eine Zwangsimpfung hinauslaufen solle oder so. Aber das ist eben Verschwörungstheorie. Das ist, da ist keine böse Absicht im Spiel. Das ist ein Gebäude in Irrtümern, das am Ende auf die Zwangsimpfung und auf die massenhafte Körperverletzung der Bürger durch den Staat hinausläuft. Na? Ja, auf dem Totenbett behauptet er, dass also sogar der Erfinder der Impfung, ich glaube Edward Jenner oder so hieß der, dass der am Ende gesagt hätte, wie all die anderen auf dem Totenbett alle gesagt hätten, ja, ich habe die Erreger übergeschätzt. Und der Jenner hätte sogar behauptet, ich hätte mit den Impfungen habe ich nicht einen Segen für die Menschheit geschaffen, sondern ein Monster. Ja? Das Monster-Impfung. Ja? Also von wegen, in der Evolution hat die Menschheit, ist genetisch konstruiert, gesund zu überleben, ohne jemals auch nur irgendwie geimpft zu sein, nämlich indem die Kinder im Dreck spielen und sich in der Landwirtschaft im Dreck mit Tieren und so weiter natürlich impfen. Und wer das halt nicht überlebt, ist halt von der Evolution sowieso nicht für Leben bestimmt gewesen, sondern war ein zu großes Lotteriespiel gewesen der Evolution. Das habe ich aber auch schon tausendmal erklärt. Ne? Also alle diese hätten auf dem Totenbett gesagt, also das Terrain muss man stärken und ich habe die Erreger überschätzt. Das Terrain ist wichtig und das Terrain ist eben das Immunsystem und die Abwehr, die Immunabwehr und die muss gestärkt werden und darauf konzentrieren sich eben die Next Scientists for Future.de. Ne? Alles kostenlos anzuschauen, ohne was bezahlen zu müssen. Können Sie beim Weltrat der Weisen, bei nextscientistsforfuture.de, 4 Homepages durchstudieren und völlig neu denken lernen, nämlich jenseits der Geißel der Menschheit, der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall denken zu lernen. Ne? Ja, und Antikörper hätten jetzt schon in manchen Ländern dann 60-70%, ja. Und die solle man doch dann nicht impfen. Ja, aber das würde doch das Geschäft stören. Also irgendwo wird noch ein Irrtum sein bei den Medizin-Hypochondern, der dazu führt, dass man, diesmal wird man sagen, ja, die Antikörpertests sind ja nicht zuverlässig genug, deswegen müssen wir alle impfen. Ne? Und so gibt es dann für jedes gibt es einen Irrtum sozusagen. Es wird immer einen Irrtum geben, der am Ende auf das Impfgeschäft hinausläuft, auf die Maximierung des Impfgeschäftes. Ne? Ja, und dann hat er wieder seine Schwankung zurück, also weg von der Verschwörungstheorie, nämlich für, er sagt dann, nein, wir sollten Mitgefühl haben für Drosten und Co. und für all diese und so weiter. Und
also mit, letztendlich Mitgefühl für all die sich Irrenden, und das, da reicht es sich plötzlich den Next Scientist for Future.de, die ihr leider noch nicht kennt, die Hand, nämlich, ja, wir müssen Mitgefühl haben für die sich Irrenden und nicht da mit irgendwelchen Verschwörungstheorien kommen. Und dann erwähnt er zum Schluss wieder, wir sollten von dem Wunder von Dänemark lernen, wo der Politiker quasi ganz Dänemark auf pflanzliche Ernährung umgestellt hat, und was passierte? Dänemark kam aus der spanischen Grippe fast ohne Tote raus. Ja, und genau so. Ja, und dann dieser Christoph Hörstel von der Neuen Mitte, der langt mal wieder so richtig schwer verschwörungstheoretisch hin. Und naja, gut, für mich insgesamt uninteressant, obwohl er auch erkennt irgendwo, dass da was Irrtümer sind und Unwahrheiten sind in dem Ganzen. Aber er kann weder erkennen, dass die Marktwirtschaft die Quelle dieser Irrtümer ist, der sprudelnde Quell von gewinnbringenden Irrtümern ist, ja, dass sie beendet werden muss. Und für ihn gibt es halt immer irgendwo die Bösen und die Schuldigen und die Verbrecher und all die, von denen wir alle angeblich verfolgt werden. Na ja, also so viel zur heutigen 15 Uhr Ausgabe der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und wie gesagt, ich verweise auf 440 andere Sendungen und auf die Playlist der befreundeten Sender, und ich verweise auf 4 Homepages. Der Einstieg ist, die erste, die Sie lesen müssen, ist die nextscientistsforfuture.de, und wenn Sie dann alles von vorne bis hinten studieren, landen Sie auch am Ende auf der 4. Homepage. Tschüssi!